Und damit herzlich willkommen und zurück zu Let's Play Minecraft mit Nevergiz. So, dann sind wir hier jetzt zurück. Nachdem gestern die Aufnahme so furchtbar schief gegangen ist, für euch war es zumindest gestern, für mich war es vor einer Stunde, bis ich gerade eben festgestellt habe, dass die Aufnahme komplett für den Arsch ist. Ich kann euch ja mal erzählen, was passiert ist. Und zwar habe ich die Aufnahme beendet, habe euch Tschüss gesagt, wollte dann die Aufnahme, bei Camtasia ist das so, die Aufnahme wird aufgenommen erstmal, wird aber noch nicht gespeichert, wird sondern erstmal als große, extrem große Datei aufgenommen, ist dann sozusagen schwebend in der Luft in der Zeit. Und muss dann erst gespeichert werden, diese große Aufnahme. Das muss ich schon mal reparieren hier. Da ist allerdings dann, genau zu diesem Zeitpunkt, ist dann Camtasia abgestürzt. Was ich nicht wirklich toll fand, aber es war leider so. Und was könnte man sich auch anders denken? Die gesamte Aufnahme ist kaputt gegangen, oder fast die gesamte. Die ersten 11 Minuten konnte ich noch retten, da mein Computer eigenständig sowas versucht aufzuhalten, sowas versucht zu retten. Na, hat nicht ganz geklappt. Ich habe ein bisschen retten können. Naja, was soll man machen? Und habe dann halt dementsprechend gestern für euch eine ein Hörbuch sozusagen daraus gemacht, um euch den Spaß daran zu haben. Ist natürlich jetzt doof, dass ihr nicht seht, was ich gemacht habe. Die Höhle werdet ihr nochmal sehen, das ist ja kein Ding. Und ansonsten war ich ja nur hier drinne, hab ein bisschen was abgeerntet auf den Feldern. Hab zum Glück nicht allzu viel gemacht, was jetzt so unsere Welt irgendwie verändert hätte. Was ihr gerade gesehen habt, das war das Eisen, was ich geholt habe. Moment, jetzt kann ich da mal. Was ihr da gerade seht, das ist ein Creeper, der mich umbringen möchte. Hallo Schnucke! Oh, schön süß. Ich finde die irgendwie süß. Man sollte trotzdem nicht unbedingt zu lange mit ihnen kuscheln. Die haben so eine 0,5 Sekunden Kuschelregel. Wer länger mit denen kuschelt, könnt ihr ernsthafte Probleme bekommen. So. Und in der Höhle haben wir halt den Spawner gefunden. Es tut mir jetzt echt leid, dass ihr den nicht gesehen habt. War aber nicht viel drinne. Ich hatte jetzt extra, was war in der Kiste drinne? Da war eine Kiste im Spawner, das hatte ich jetzt nicht extra kommentiert. Ich bin einfach zu der Kiste hingegangen, weil ich bin ja nicht davon ausgegangen, dass man das nicht sieht. In der Kiste waren Eimer drin, zwei Redstone und ein bisschen Getreide. Aber ansonsten war da nicht viel. War halt schade. Muss es auch mal geben. Also muss es eigentlich nicht, aber gibt es sicher auch mal. Ich denke, es wird sicher irgendwann nochmal passieren. Also nicht so, aber irgendwas kann immer mal passieren. Möchte ich mich ganz herzlich dafür entschuldigen, dass es passiert ist, aber ändern kann ich es im Endeffekt jetzt eh nicht. Das Einzige, was ich gerade daran ändern kann, ist, dass ich mich hier nochmal hinsetze und nochmal zwei Folgen aufnehme, weil ich ja jetzt, also ich rede jetzt von gestern, aber es ist ja immer noch derselbe Tag für mich, also diese Folgen sind noch nicht rausgekommen. Die sind immer noch auf meiner Festplatte, die sind noch nicht mal im Internet oben. Und ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich tun soll. Also wir könnten ja jetzt nochmal in die Höhle gehen, wäre sinnlos bei der kurzen Zeit, die wir aufnehmen. Wir gehen mal kurz rüber und gucken mal nach den Eiern. Die Musik ist schön gerade. Eier! Wir können mal die Tiere füttern, ja. Hier ist kein Grafikbug. Das erste Texture-Pack, wo kein Grafikbug drin ist. Hm. Den Zaun können wir auch mal reparieren. So, meine weißen Schneekühe, macht mal Liebe miteinander. Ich brauche hier ein neues. Okay, die lassen sich gar nicht mehr damit füttern. Aber ihr. Okay, die beiden lassen sich noch füttern. Die kann man nur noch werfen jetzt. Und die wollen Möhren. Da haben sie sich ja was einfallen lassen. Das ist ja nicht schlecht. So, jetzt hole ich erstmal irgendwo ein zweites Schaf, ja? Schaf, Schaf, Schaf. Also langsam bräuchte man mal ein zweites.
Schaf. So, und das jetzt. Okay, das war das. Hat seine Eier nach mir geschwungen? Wir sind ein paar tausend Milliarden Hühner. Und eine Schlucht. Ui, was ist denn das? Gut, okay. Das ist natürlich denkwürdig. Noch eine? Was? Okay. Da habe ich eine Idee. Moment. Nur nicht runterfallen. Könnte wehtun. So ein bisschen. Eine neue Rüstung brauche ich auch langsam mal. So, und zwar... Oh. Ja, dann machen wir es halt aus Holz und zwar eine Spitzhacke. Hab gerade leider keine normale dabei, wie es aussieht. So, dann holen wir uns den restlichen Holz hier. Und dann werden wir mal ein paar Brücken über die Schluchten bauen. Ich denke mal, das sieht auch nicht schlecht aus. Wenn wir jetzt eh nur eine halbe Stunde Zeit haben. Ist leider gerade so, weil wenn ich jetzt so geplant so Specials rausbringen möchte. Ich denke mal, ich werde noch eine Menge aufnehmen. Ich werde dann heute nachher noch die Weihnachtsfolge raushauen. Mal schauen, wie lange die geht. Und dann werde ich nachher noch vielleicht die beiden Adventfolgen machen. Die beiden Adventfolgen. Ich bin echt, also ich wollte ja eigentlich auch die Advents machen, dann immer so Advents und Ständchen singen. Aber das wäre dann, glaube ich, zu unübersichtlich für mich geworden. Ich kriege wirklich mit, im Winter ist man wirklich müder als im Sommer. Also mir geht's jetzt so. Gut, vielleicht liegt es daran, dass ich auch wirklich einen extrem schwibuppes Leben führe. Also mein Lebensstil ist halt sehr nicht gerade energiesparend, sag mal so. Da ich auch meistens sehr viel Energie habe, da ich sehr schnell zu Kräften komme. Also ja, ich bin ein Mensch, der voller Energie steckt, sag mal so. Und da versuche ich halt meinen Lebensstil anzupassen und dann im Winter, wenn du dann halt nicht mehr so müde wirst, weil halt der Tageszyklus sich so ein bisschen verändert. Ich finde das ja sowieso spannend, dieses Thema. Dass menschliche Wahrnehmungen finden, wie leicht man das eigentlich täuschen kann. So diese Gewohnheiten. Dass die Tage, die werden ja jetzt kürzer im Winter. Und dass wir da müde werden, oder dass einige Menschen müde werden, liegt ja an sich eigentlich nur daran, dass uns der Tag jetzt viel kürzer, dass uns der Tag an sich viel kürzer vorkommt. Aber an sich ist der Tag einfach nur dunkler. Der Tag ist ja nicht kürzer, er ist einfach nur dunkler. Und da spielt der Wolke gerade Mafia. Ich würde nachher gerne mal eine Runde Modern Warfare 2 zocken, aber das geht natürlich nicht. Was ist denn das hier? Ich hoffe, ich falle hier nicht runter jetzt. Hätte ich keine Lust dazu. Huch, wie tief ist denn der Baum? So, hier bitte. Klack, und dann sind wir hier oben wieder. Perfekt. Dann Holz sollte das auch erstmal reichen. Und wo bauen wir dann den Übergang jetzt? Ich würde sagen... gleich hier. Genau, hier so an dem Hügel entlang. Um den Hügel herum. Wenn der Warbase diese Folge guckt, dann hat er sich genau an dieser Stelle jetzt ganz doll an den Kopf gegriffen. Verschwindet er mal. Und da entschwindet es. Och man. Wie so ein Cheater. Es ist ein Cheater-Huhn. So, mal schauen, wie wir das hier machen. Dann machen wir so, okay. Und dann machen wir hier mal ein bisschen weg. Damit das ein bisschen normaler aussieht.
So. Geh weg. So, dann lassen wir alles immer noch gut aussehen, ne? So. Jetzt sind noch die letzten Ausschweifungen weg. Sobald das wieder alles grün ist, dann sieht das auch, oder weiß in dem Fall, sieht das auch wieder gut aus. So, jetzt müssen wir das hier noch wegkriegen. Der steht nämlich volle Kanne im Weg jetzt. Dazu, Moment. Sollten wir uns vielleicht noch mal eine Spitzhacke, eine Hacke, eine Axt bauen. Eine Axt bauen, genau, eine Axt bauen. So, die lassen wir stehen hier. Und dann fangen wir mal an und tun uns mal hier die Hälfte, würde ich sagen, jeweils zu Holz verwandeln. Und dann schauen wir, wie wir das hier aussehen lassen. So, dann machen wir so, das können wir machen. Dann können wir hier noch ein bisschen davon machen. Ich mache das mal verschiedenes Geholz. Und dann schauen wir uns mal an, wie die Brücke am Ende aussehen soll. Es war jetzt nicht so intelligent, so viele gleich von einer Sorte zu machen. Ich habe das mal hier so ein bisschen davon, dann hier noch ein bisschen davon. Genau. Jetzt haben wir mal hier. Moment, da noch. Da noch und da noch. Und dann. So. Und ich würde sagen, es beginnt. Soll ich eine breite Brücke machen? Ne, ich glaube, zu breit wäre dann auch wieder übertrieben. Ich glaube, wenn ich die so breit mache, ist die breit genug. Ja, die ist breit genug. Okay, gut, dann machen wir das so. Wollen wir mal schauen, ob das vielleicht so. Nee. Ich mach's das mal ganz simpel so hier. Ganz simpel. Simple. Und pass auf, dass die Spinne mich dabei nicht ganz simpel hier runterhaut. Das ist ja nämlich unpraktisch. So, zurück. Ich weiche einen Schritt zurück vor der Spinne. Spinne. So. Dann machen wir. Da ist noch eine Spinne. Wechseln. Wow. Damit habe ich schon gerechnet, dass uns dieses Axtproblem, was ich gerade hatte, ein wenig zum Problem wird. Das hätte jetzt keiner gedacht, dass ich das sage, ne? Also, ja. Ach, vergesst es einfach, hört nicht auf diese Irren. Hört nicht auf diesen Iren. So. Da. Ups. Ah, ups. So war das aber nicht geplant, du alter Schnalze, du. So, da noch eine. Ich will hier echt ungern runterfallen. Das könnte mir mich unter Umständen mein Leben kosten. Da kommt der Weihnachtsmann gleich. Verschwinde, runter von meiner Brücke. Das ist Anti-Weihnachtsmann-Gebiet. Ich habe kaum was zu essen. Wow! Komm was zu essen. Oh mein Gott. Ich hab nichts zu essen. Auf Zombiefleisch rumkauen. Noch irgendwas? Ach gut, oh nee, okay. Wir haben genug Getreide für Brot. Gut, dass ich vorhin
dass ich vorhin beim Erklären Getreide geerntet habe. Sonst sähe es jetzt bitter aus mit uns, für uns, durch uns. So ein bisschen brauchen wir noch.